willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality hier aus dem schönen Wald im Grünwälderland. Ich bin gerade dabei, ein bisschen die Produktion von Holzkohle anzuwerfen. Die haben wir uns letzte Woche noch, vorgestern, ich weiß gar nicht wann genau, haben wir uns die gekauft. So langsam haben wir jede Forstproduktion, aber nein, ich bin kein Förster. Kommt ein bisschen komisch rüber, aber... Na, oh, Mist. Ach, wieso stellten sich die Palette jetzt nicht hin? Okay. Was ist denn komisch, Wacker? Was ist denn jetzt los? Ach, das gibt's auch noch. Warum geht das jetzt nicht runter? Da jetzt los. Ach, das Seidenhub hat er auch noch. Ah, jetzt. Okay. So, ich probiere es nochmal. Ich krieg denn die Palette da nicht drauf, wenn es so ein Mist. Okay. Befeuchten. Bitte. Ah ja, was ist los? Geht? Was? Ja, Funk ist hier extrem schlecht. Ha! Ja, doch drauf gucken, ne? Also mit dem, das ist schon gut, der Stapler hier, aber man muss schon ein bisschen, auch hier ein bisschen Fingerspitzengefühl haben. Sonst wird das auch nichts. Ich krieg vielleicht sogar zwei Paletten zusammen drauf. Aber ich muss den Neumann noch anrufen. Ich hatte nämlich die Woche mal gesagt, dass man dem Franz Schneider eine Privatinsolvenz anbieten, dass er zumindest von den 500.000 runterkommt. Deshalb mal ein kurzes Telefonat. Amann. Wie bitte? Hallo, hier ist der Neumann. Hallo, Herr Neumann. Ja, genau, zu Ihnen wollte ich. Der Herr Schneider hat mich die Woche mal angerufen. Jo.
Hat mir mitgeteilt, er hätte irgendwie 500.000 Euro Schulden, weiß aber nicht, wo die herkommen. Ja, das ist alles in der Erklärung. Okay, ich habe ihm gesagt, ja, im Notfall müsste er halt eine Privatinsolvenz machen. Heißt, er muss unterschreiben, dass er eben, außer das, was er hat, nichts hat. Aber ich denke, je nachdem müsste das halt erst nach dem Gerichtsverfahren sein. Ja, er ist halt mittendrin im Gerichtsverfahren. Okay. Gut, soweit erstmal. Jo. Das war's schon. Danke. Bitte. Ich check mich wieder Radlader hier auf Frontlader hier. Ja, egal, tschüss. Ich bin so in Gedanken. Tschüss. So, warte, lass noch mal gucken hier. So nicht. So. Ah, so geht es. Perfekt. Gut, dann haben wir hier schon mal die Ballettsche drin. Dann müssen wir hier noch irgendwie Hackschnitzel reinfüllen. Irgendwo Hackschnitzel herkriegen, das ist viel schlimmer. Ja, nächste Woche. Nächste Woche. Quatsch. Nächstes Mal, wenn ich soweit bin. Machen wir ja zusammen Holz, ne? Jo. Und dann wird produzieren wir ja schon die Weltmeisterin. So, der Herr König hat übrigens zum Grillfest nächste Woche eingeladen, habe ich gerade in der WhatsApp-Gruppe gesehen. Schön, ne? Oh, hier gibt's da ein schönes Schweindel. Was für euch? Haut ist am besten, ne? Ha? Haut schön knusprig hier. Ups, ist das. Ja, wenn's einer hat, das Fleisch, dann müsste er sein. Der Geburtstag oder was? Keine Ahnung, vielleicht auch Hofeinweihung oder so. Nee, das ist zu viel. Du, gucke. Jo. Das. So, das gehört ja jetzt rein. Ja? Wenn das ganze Ende ist, die Folge heute, dann müssen wir beide kurz noch unter vier Augen machen. Ist nichts Schlimmes, ist bloß ein Vorschlag, ne? Dann musst du das auch einfach danach sagen, nicht in der Folge, Kollege. So wie dazu. So. Ja, wie kann ich denn? Ah ja. Das ist gut bei dem Stapel. Der ist sehr vielseitig. Da kannst du die Gabeln die Zinken zusammenschieben, auseinanderschieben, Seitenhub. Die Poltergabel hier mit den zwei Greifen? Nee, den Stapler, den wir uns letzte Woche gekauft haben. Aber irgendwie ist der zu schwach. Hat er eigentlich auch eigentlich für so einen Stapler gegen eine Holzfabrik, ne? Gerade wenn du Paletten hast, der irgendwie bewegen muss. Ja, aber der ist trotz allem ein bisschen schwach auf der Brust. Da weißt du, wo ich am meisten gespannt bin, was das Ding. Was er für das Ding haben will. Der Traktor nächste Woche versteigert wird. Ja, ich auch. Vielleicht hat er mich mal gespannt. Wenn ich gerade für den Apfel und den Ei sein, ne, aber. Ja, wahrscheinlich leider nicht. Eigentlich müsste der doch die beiden Paletten hier. Ah, jetzt geht's. Wenn ich die weit genug hinten nehme, dann passt's.
Ist auch leicht überladen, aber ich muss ja nicht weit. Und ich fahre ja nur auf Privatgelände. Oh oh. Oh oh. Nein, 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 nein. Ich hätte zur Hilfe kommen. Ja, passt noch. Ah ja. War nur knapp an der Kante entlang. Am besten fahre ich rückwärts, da passiert am wenigsten, glaube ich. Kann nichts umkippen. Das Teil ist sowieso rückwärts, vorwärts ist völlig egal. Fährt genauso schnell rückwärts wie vorwärts, glaube ich. So, dann haben wir die Leerpalettenproduktion auch wieder befüllt. Ich meine, das sind auch noch knapp 8 Paletten drin, aber was erledigt ist, ist erledigt. Ich glaube, die anderen zwei auch noch. Dann ist es mal wieder erledigt. Dann können wir uns um andere Geschichten kümmern. Mit diesen drei Rädern, der ist so instabil, wenn du damit fährst. Wenn der mal steht, dann steht er. Dann hat er keine Lust mehr zu fahren. Ein bisschen in die Jahre gekommen, glaube ich. Tucker, tucker, tucker. So, jetzt. So. Was ist noch da, Albert? Ja. Was machst du? Ach, das ist ja locker. Was? Ist halt bloß ein bisschen klein, ne? Ach, tiefenlockern. Ja, das ist ein bisschen klein, aber es geht. Dauert halt ein bisschen länger. Ja, wie viel hast du denn schon? Jetzt einmal durch die Mitte, damit das nicht langweilig ist. Das ist meistens ganz gut. So im Kreis fahren, ja. Jetzt mal eine andere Stelle gehen. Jetzt einfach mal so ein Kreis machen. So, Palettenproduktion ist befüllt. Ist gut. Gucke ich mal noch schnell nach dem, ob da ein paar Hackschnitzel sind, dann kann ich das schon in die Karte, in die Holzkohle einfüllen. Oh ja, das, oh lol, das ging aber schnell, jetzt sind da 8000 Liter, ich habe erst, das war doch erst vor 5 Minuten, wo ich hier war, oder? Gefühlt. Ist gut. Da machen wir das auf jeden Fall noch ein, zwei Ladungen da drüben rein. Also ein zweiter 6R im Besitz wäre schon sehr schön. Hundertsiebzigtausend kannst du wohl rechnen. 150, 170, meinst du? Und wir müssen mal gucken, ne, wer unbedingt so Traktoren braucht. Ne?
Eben, das ist es. Ich glaube, den will keiner mehr haben, weil es, der LU, nee, das LU hat schon einen. Der RaceX hat schon einen. Der Hofer hat eigentlich einen. Immer so schwierig zu sehen, ob das da, ob du da weit genug vorne bist. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass der sehr günstig weggeht. Dann steht er bei denen nur rum. Überraschend, ne? Ja. Aber ist egal, hat jetzt schon mal geholfen, die Produktion hier anzuwerfen. So. Also neue Produktion auch am Start. Kartonproduktion steht natürlich im Moment, weil kein Wasser vorhanden. Aber dafür produzieren wir jetzt die Holzkohle. Geht hoffentlich in nächster Zeit voran. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann wisst ihr ja, gerne Like, Abo oder Kommentar. Und nicht vergessen, morgen kommt die nächste Folge. Haut rein, macht's gut. Tschüss. Tschüssi, bis zum nächsten Mal.